Die Theatergruppe Bayerbach-Reichenau gastiert derzeit mit dem Stück »Hurra, ein Junge« von Franz Arnold und Ernst Bach, eine Komödie in drei Akten im Theater Reichenau, wo normalerweise namhafte Künstler von den großen Bühnen Wiens, Burgtheater, Theater an der Josefstadt, Volkstheater sowie bekannten Schauspielern aus Film und Fernsehen auftreten, spielte die Theatergruppe Reichenau vor ausverkauftem Haus. Ist es ein Unterschied, wenn Sie hier spielen oder woanders? Definitiv ein großer Unterschied. Es ist trotzdem ein Theaterambiente vorhanden, das, was man in einem Turnsaal, auch wenn er noch so lieb hergerichtet ist, nicht erreichen wird. Die Theatergruppe gibt es jetzt seit 1990. Da haben wir sich gegründet und das erste Stück haben wir 1991 aufgeführt. Die Theatergruppe Bayerbach-Reichenau genießt das Privileg, als einzige Theatergruppe in diesem traditionsreichen Theater auftreten zu dürfen. Ansonsten darf das Haus nur für die Festspiele Reichenau bespielt werden. Noch schnell ein Seiterl Bier genießen, sich einen Platz suchen und dann Vorhang auf. Ja, genau die. Nein, das erlaube ich nicht. Das habe ich dir gesagt. Ich kann mir ganz genau vorstellen, was das ist. Nein, nein, da stellen Sie sich etwas ganz etwas Falsches vor. Nun zu Ihnen, Herr Schwiegersohn. Was haben Sie im fünften Jahr Ihrer Ehe getan? Der unverwüstliche Schwank des Autorenduos Arnold und Bach sorgte schon vor 20 Jahren für Lachstürme. Naja, ich sehe nichts spielen. Ja, nichts. Meine Knie herum. Ja, das Ego wird gestreichelt wie nur was, wenn man dann Applaus kriegt, dann macht er, ich sage jetzt mal, eine gelungene blöde Grimassen und ich sage, wie so heute zum Beispiel bei über 400 Leuten fangen zum Lachen und zum Klatschen und das hat einfach eine Kraft und wie es in unser Obmann immer gern sagt, das hat Suchtpotenzial. Und danke dir. Guten Tag, Herr Minister. Guten Tag, gnädige Frau. Ich muss sagen, Sie haben sich wirklich prächtig entwickelt in den letzten Jahren. Der Inhalt des Stückes, in einem gut bürgerlichen Haus kündigt sich unvermittelt ein unehrlicher Sohn des Ehemanns an, der nicht mehr ganz so taufrisch ist, wie er sich anhört. Und das verwickelt natürlich das gesamte Haus in Probleme. Die Ehefrau vertraut dem Gatten nicht mehr, der Gatte seinem Freund nicht mehr. Es kommt zu Verwicklungen und Verwirrungen, bis letztendlich sich zum Schluss wieder alles aufklärt. Der Junge sich als eigentlicher Junge des Vaters der Hausfrau herausstellt, des Ministers, den ich gespielt habe. Vater, oh mein Vater! Bleiben Sie fort! Dort drüben sitzt Ihr Vater. So natürlich bekommt dich nur. Lass mich hören, was dich über das Blutes ruft. Die Stimme des Blutes sagt ja, Papi! Gott, lass es nicht wahr sein. Sie sind... Ich bin dein Sohn. Küss mich! Jetzt hören Sie doch auf mit diesen Kindereien. Man kann in die Ruinen von jemand anderem einschlupfen und muss nicht dann sich selbst sein. Und wenn man da zum Beispiel in Reichenau auf so einer Bühne steht, wo lauter berühmte Leute schon gestanden sind und dann Leute sitzen sich, die an sehen wollen, das ist einfach ein sehr berauschendes Gefühl. Es sind ja nur ein paar Brötchen. Das eigentliche Festessen geht nachher. Sandro Swoboda aus Bayerbach hat gerade seine Schauspielausbildung in der Schauspielakademie Elfriede Ott begonnen. Der nächste Spieltermin, gleichzeitig unser letzter Spieltermin heuer, ist kommenden Samstag am 16. November 19:30 Uhr. Dabei bin ich so zärtlichkeitsbedürftig. Ja, man merkt. Angenehm oder unangenehm? Wir sagen ja angenehm. Ja. Nein, nicht! Das ist so. Aber es wird nicht so bleiben. Tun Sie was, junger Mann! Oui, oui,
Und wie bei jeder Komödie geht zum Schluss alles wieder gut aus. Den Zuschauern hat es jedenfalls gefallen. Und wie schon Karl Farkas sagte, schauen Sie sich das an. Du meine Güte, wie konnte ich mich so vergessen und mich vor jungen Männern halbnackt zeigen? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe gewusst, ich bin zu höheren Berufen. Ich werde Minister.